China needs a deal so badly. Das sind die Aussagen von Donald Trump. China brauche immer dringender einen Deal, aber faktisch zuckt Trump jetzt zurück. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Anders kann man es nicht verstehen, denn es zeichnet sich hier ein Muster ab, das sich wiederholt. Das hat die Märkte jetzt nach oben getrieben. Da ist plötzlich ein Gamechanger am Start, dazu gleich mehr. Die Stimmung war ziemlich mies heute noch zu Handelsbeginn, denn es gab dann zunächst mal den IFO, nicht den IFO, sondern den ZEW-Index, und der ist radikal abgestürzt, so hart muss man es formulieren, minus 44,1. Erwartung war so bei minus 27, minus 28, also noch deutlich schlechter als erwartet. Schlechtester Wert seit 2010, und das hat zunächst mal die Stimmung komplett verhagelt, die Märkte unter Druck, die US-Futures negativ. Alles schien auf einen Tag hinzudeuten, wo es wieder massive Abgaben gibt. Wir haben ja an der Wall Street jetzt in den letzten 10 Tagen 8 Handelstage in Folge Verluste gesehen. Dementsprechend war das schon so ein bisschen auf das Messers Schneide. Aber dann kam folgende Meldung, die zeigte, was eigentlich Sache ist. Hier ist der Fall, wie Agenturen dann meldeten, dass Liu He gesprochen habe mit Lighthizer und Mnuchin, und das auf Betreiben auf der US-Seite. Es waren also einmal mehr die USA, es war einmal mehr Trump, wenn man so will, die das Gespräch gesucht haben, die den Gesprächsfaden wieder aufnehmen wollten. Das war im Vorfeld des G20-Gipfels von Osaka ja schon so gewesen, dass unbedingt Trump dieses Treffen mit Xi Jinping haben wollte. Und als es dann zustande kam, war ja zunächst mal wieder alles gut, und dann eskalierte die Dinge wieder relativ schnell. Jetzt also suchen die Amerikaner wieder das Gespräch, und es ist eben völlig klar, dass es die Amerikaner sind, die hier diese Gespräche gesucht haben. Das hat bisher jede Agentur so berichtet, und das zeigt doch, in welcher Position Donald Trump eigentlich ist. Denn er hat hier noch, und das ist das, was die Märkte vielleicht am meisten feiern, es gibt jetzt Ausnahmeregelungen, es werden viele Produktgruppen von den Zöllen, die eigentlich am 1. September ja in Kraft treten sollen, ausgenommen. Bis mindestens Mitte Dezember wird das also aufgeschoben, und dazu gehören Smartphones, dazu gehören Spielzeuge, dazu gehört Bekleidung. Etwa 70% aller Schuhe, die die Amerikaner kaufen, stammen aus China. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, wenn in vielen amerikanischen Familien, die sowieso ziemlich verschuldet sind, wenn da einfach mal ein Smartphone 10% teurer wird, wenn die Schuhe noch 10% teurer werden und das Spielzeug für die Kinder nochmal 10% teurer wird, dann macht das einen Unterschied für die Leute. Und genau das hat Trump bestätigt. Er sagt hier, ich habe die Zölle delayed, also verzögert, um einer Menge Leute zu helfen, nämlich den Amerikanern, den Hochverschuldeten, über beide Ohren praktisch verschuldeten US-Konsumenten zu helfen. Und dann sagt er, diese Gespräche zwischen Liu He, Mnuchin und Lighthizer, die schon stattgefunden haben und die telefonisch auch in 2 Wochen wieder stattfinden sollen, die seien konstruktiv verlaufen. Dann wiederholt er wieder das Mantra, das wenig glaubhaft ist, dass China so unglaublich gerne diesen Deal ja machen würde. Warum ist Trump wieder auf die chinesische Seite zugegangen? Weil wir heute zum Beispiel Inflationsdaten hatten, die US-Verbraucherpreise höher als erwartet. Und gleichzeitig sind die Löhne nicht so stark gestiegen, der Amerikaner, wie erwartet. Das heißt, steigen die Löhne nicht so stark, lange nicht so stark wie die Inflation, dann sind das Kaufkraftverluste, und einer Wirtschaft, die 70% auf Konsum basiert, ist das ein kleines Problemchen. Also, wir haben hier ein typisches Muster jetzt. Trump muss A, um seine Wiederwahl fürchten, das bringt ihn schon in eine schlechtere Position. Er kann anders als Xi Jinping eben nicht so ziemlich das tun, was er will, sondern er muss Rücksicht nehmen, dass die Leute ihn auch irgendwie wieder wählen dann in 2020. Und auf der anderen Seite hat er das Thema, wenn ihm die Wirtschaft absäuft, wenn ihm die Wall Street absäuft, wenn dann die Leute wirklich im Geldbeutel spüren, was diese Zölle bedeuten. Und bisher haben sie es noch nicht so wirklich gespürt. Das beginnt jetzt erst, das haben wir heute in den Zahlen gesehen. Dann wird es für Trump eben ungemütlich. Das alles bringt ihn automatisch in eine schlechtere Position als die chinesische Seite. Und dementsprechend feiern auch chinesische Medien, ob zu Recht oder zu Unrecht, praktisch hier diesen Sieg, wie sie es fast schon bezeichnen. Hier die Global Times zum Beispiel, die sagt, dass die USA die 10% Zölle verschieben, ja nicht alle, aber auf elektronische Produkte, zeigt, dass die Gegenmaßnahmen Pekings erfolgreich waren und dass die Abwertung des Yuan
eine größere Auswirkung auf die US-Wirtschaft hat, als die Amerikaner geglaubt haben. Und die haben jetzt, all das hat dazu geführt, dass die Amerikaner eine Goodwill-Geste machen, um das Umfeld für weitere Gespräche zu schaffen. Also die Chinesen sehen das als klaren Sieg und ich glaube, man kann es wohl schlecht anders definieren. Trump muss hier Rücksicht nehmen. Er zeigt damit seine schwächere Verhandlungsposition. China gegen Trump 1:0, das ist denn heute das Tagesresultat. Bullen gegen Bären 1:0, das ist heute auch das Tagesresultat, denn das kam doch ein bisschen aus dem Nichts, muss man sagen. Heute Morgen schien die Lage noch, oder bis heute Mittag, bis kurz vor Eröffnung der Wall Street, schien die Lage noch ziemlich desaströs zu sein, vor allem nach den deutschen ZEW-Zahlen. Aber das war natürlich ein Gamechanger, der massive Bewegungen an den Märkten dann nach sich gezogen. Und wir schauen uns mal an, wie kritisch manche Situationen eben sind. Wir haben hier zum Beispiel den Bankenindex, den europäischen Bankenindex. Da sehen wir, da sind wir fast so tief wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Würden wir dieses Unterstützungsniveau hier brechen im Bereich 120 etwa, dann wäre der Weg frei im Grunde für crashartige Szenarien. Und ein ähnliches gilt für die US-Banken hier, der BKX, ist ein ETF auf die großen amerikanischen Banken. Und hier sehen wir, auch hier sind wir nahe einer zentralen Unterstützung, die lange, lange nicht mehr gebrochen wurde. Aber wenn es brechen würde, und die Banken sind ja belastet durch die niedrigeren Renditen, durch den permanenten Fall der Renditen, damit die Invertierung der Zinskurve, damit das Margengeschäft kaputt, weil die Fristentransformation nicht mehr funktioniert. Also es geht um viel und Trump hat jetzt eingelenkt, weil das Risiko offenkundig für ihn zu groß wurde, diese ganze Geschichte weiterzutreiben. Und das ist natürlich auch für die Chinesen das Signal, dass sie nur ein bisschen was machen müssen und dann zuckte der Gegner zurück. Das wird man in Peking sich deutlich merken. Schauen wir in die Charts an, denn da gab es wirklich große Bewegungen, allen voran bei Dollar-Yuan. Da sind wir noch gewesen bei 7,10 als Momente, bevor diese Nachricht kam, dass A, Gespräche stattfinden, B, Gespräche weiter stattfinden sollen und vor allem C, dass da Produktgruppen wie Elektronik, Smartphones, Bekleidung und eben auch Spielzeug ausgenommen wird. Und dann machte es Bums. Wir haben solche Bewegungen in vielen Währungspaaren gesehen, heute im Euro-Dollar etwas weniger stark. Immerhin der Dollar natürlich ein bisschen zugelegt, auch zum Euro 1,1172. Aber wir sehen zum Beispiel beim Gold auch eine starke Bewegung. Da ging es teilweise runter bis 1480. Jetzt kann sich der Kurs wieder auf 1500 immerhin erholen. Aber das waren jetzt vom Hoch heute. Da hatten wir nämlich ein 6-Jahres-Hoch im gelben Metall erreicht. Waren das doch mal 50 Dollars und das innerhalb von wenigen Minuten. Schauen wir da in Sachen Rohstoffe abschließend noch auf Öl. Hier sehen wir das amerikanische Crude Oil und das kann zulegen. Klar, wenn jetzt diese Handelskriegssorgen etwas weniger werden, wenn wir zumindest mal eine Deeskalation haben, es ist ja noch weit entfernt von irgendeinem Deal, aber es zeigt eben die Schwäche der Verhandlungsposition von Trump. Es zeigt, dass er zurückzog. Das ist auch eine Lektion für die Märkte, die sagen, ja, lass den Trump mal reden, lass ihn die Zölle androhen, dann kommt vielleicht ein bisschen was an Zöllen, aber da, wo es wirklich wichtig ist, nämlich Smartphones, und da ist auch der Blick auf Apple vielleicht nicht ganz unwesentlich, da zuckte Trump dann zurück, wenn es zu riskant wird. Dementsprechend ist das vielleicht wirklich jetzt ein Gamechanger, ohne dass wir einen Deal bekommen. Den Deal werden wir so schnell wahrscheinlich nicht bekommen. Und sollte Trump dann die Wiederwahl schaffen, also die Wahl 2020 gewinnen, dann müsste er eben nicht mehr Rücksicht auf seine Wiederwahl nehmen. Und dann könnten die Dinge wirklich unangenehm werden. Also vielleicht haben die Märkte jetzt und heute nochmal eine Gnadenfrist bekommen. Denn ab 2020, wenn er die Wiederwahl wirklich schaffte, dann kann Trump machen, was er will. Dann kann er sich sagen, so what, ich muss keine Wahl mehr gewinnen und dann gebe ich mal richtig Gas. Schauen wir uns dann mal die Situation bei den US-Indizes zunächst mal an. Wir sehen hier den Dow Jones, der vorhin noch 60, 70 Pünktchen höher handelte. Also es ist ein bisschen volatil. Wir haben auch die Situation in Hongkong, die derzeit eskaliert. Wir haben jetzt in den neuesten Nachrichten die Meldung, dass die chinesische, nicht die chinesische, sondern die Hongkonger Polizei den Flughafen Hongkongs gestürmt hat, wo eben es zu einem Showdown offensichtlich kommt zwischen den Protestierenden und der Polizei. Das ist natürlich ein Risikofaktor weiterhin für die Märkte. Wir sehen, dass der Nasdaq deutlich anziehen kann, 7724, sehen den S&P 500, hier waren wir bei 2.817
66 um und beim Tief sind jetzt bei 2930. Und wer sich aufreut, das ist naturgemäß auch der deutsche Leitindex, der DAX 11.779 kommend von 11.500 und ein paar zerquetschten. Also da war Schmackes dahinter. Das verbessert zunächst einmal die Situation für den DAX. Wie gesagt, das ist eine Schlacht, die jetzt geschlagen wurde. Der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Aber die beiden Parteien haben sich jetzt kurzfristig mal auf eine Schusspause geeinigt. Nicht wirklich auf einen Waffenstillstand, aber man lässt erstmal die Waffen ein bisschen ruhen. Und solange das der Fall ist und die ganze Situation nicht mehr kippt, haben die Bullen zumindest wieder ein nachvollziehbares Argument, trotz schwacher Konjunkturdaten etc. etc., dass hier Schlimmeres erst einmal verhindern kann. Aber die Dinge können schnell eskalieren. Wie gesagt, Hongkong, wenn da die Sache so eskaliert, dass dann zum Beispiel das chinesische Militär dort einmarschieren würde mit Toten etc., dann kann die ganze Geschichte auch schnell wieder kippen. Charts übrigens von Capital.com, wie immer. Also, das ist jetzt der Stand der Dinge. Das ist schon ein ziemlicher Hammer, eine ziemliche Botschaft, die heute da gekommen ist. Und diese Botschaft wird weiterwirken. Das ist ein klares Signal. Es ist ein Signal faktisch der Schwäche von Donald Trump, auch wenn er das natürlich anders in der Summe verkaufen wird. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich wünsche erstmal einen schönen Feierabend Ihnen. Bis dann. Servus und ciao.